Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update von mir. Und zwar will ich euch heute mal einen Komplettschwung zeigen von all meinen Pflanzen. Hier sind die angeblichen Super Mario Pflanzen. Die wachsen auch ziemlich schnell, trotz alledem. Hier sind ganz viele gekeimt. Daneben ist die Venusfliegenfalle. Da ist noch nicht viel passiert, aber ich glaube, da fangen schon welche an zu keimen. Ja, das werde ich euch aber erst wieder zeigen, wenn es der Fall sein sollte. Dann meine Möhren, Radieschen und meine Salatköpfe. Da ist schon einiges passiert. Das habe ich jetzt vor drei Tagen angepflanzt. Genau. Ich glaube, das sind jetzt die Radieschen hier, die da rauskommen. Und das Salat sprießt schon. Die Möhren brauchen eher am längsten. Von denen sieht man noch gar nichts. Aber es ist wirklich sehr gute Keimung und bisher eine gute Ausbeute, finde ich, von den ganzen Pflanzen. So, jetzt gucken wir mal zu den anderen. So, hier hinten in der Ecke habe ich rote Johannisbeeren. Einfach nur in Joghurtbecher reingemacht, ein paar Kerne. Und das sieht man noch nicht wirklich was. Ich habe welche am Boden liegen gelassen und welche in die Erde direkt reingesteckt. Mal sehen, welche anfangen zu keimen. Ich hoffe, dass da mal ein bisschen was passiert. Dann meine Mangopflanze. Die sieht hier ein bisschen zerfressen aus. Ich weiß auch nicht warum. Das Blatt war, glaube ich, beschädigt. Ja. Und die ist wirklich, wirklich extrem groß geworden. Das sind jetzt 50 cm ungefähr. Und ja, hier oben seht ihr, fängt es auch schon wieder. Ach, die Kamera wieder. Sieht man das so besser? Nein. Die neuen Blätter sind schon rausgekommen hier und es kommen auch gleich wieder oben an der Spitze. Sieht man jetzt ganz schlecht. Das ist meine Kamera. Ich habe mir schon eine neue bestellt, dass da oben schon wieder neue Triebe kommen. So, meine Zitronen- und Orangenbäumchen. Und zwar kann ich sie jetzt endlich unterscheiden. Ich habe ja leider nirgendwo was dran geschrieben gehabt. Das hier sind alles meine Zitronenbäumchen. Die habe ich jetzt mittlerweile auch alle oben beschnitten. Da hinten sieht man es am besten. Beschnitten und hoffe, dass jetzt Seitentriebe mehr kommen. Zeige ich euch jetzt gleich bei der Pflanze. Und zwar ist das hier bei der Fall. Die habe ich jetzt schon zweimal beschnitten. Und wie ihr seht, die Seitentriebe sind gut rausgekommen. Die wächst auch wirklich jetzt seit einem Monat ganz extrem. Hier hinten ist eine Orangenpflanze. Die Orangenpflanze kann ich jetzt erkennen und zwar hat die so ganz komische Blätter. Die Stiele hier sind etwas dicker, fast blattähnlich und dann kommt das Hauptblatt. Ja, hier oben habe ich dann noch eine Orange. Das weiß ich, weil ich habe damals aus Versehen, hier sind wir, ich hole die mal kurz raus, das ist besser. Ich habe die damals aus Versehen das Blatt etwas zerstört und da ist ein kleiner Riss drin. Und deswegen kann ich die beiden jetzt auch unterscheiden und wie bei der anderen schon hier das etwas, der etwas dickere Stiel hier unten. Sieht alles ganz okay aus, also ich kann jetzt nicht meckern, dass irgendwas kaputt ist oder irgendwas unnormal ist. Düngen tue ich es alle 2 bis 4 Wochen mal. Und jetzt bringe ich euch mal kurz meine größte Zitronenpflanze. Die passt schon gar nicht mehr hier rein. Die muss schon oben stehen. Und zwar habe ich die, wenn ich es euch jetzt mal hier oben zeigen kann, habe ich die jetzt auch schon zweimal beschnitten. Dreimal sogar schon beschnitten. Einmal, ach, das sieht man, ich stelle es mal vom Fußboden kurz. So ist besser, eindeutig.
Und zwar einmal hier, das nächste Mal hier bei dem Trieb und jetzt hier oben bei dem Trieb. Und zwar versuche ich auch, dass da irgendwo ein Seitentrieb besser rauskommt, aber bei der ist es überhaupt nicht der Fall. Sorry. Und keine Ahnung, ich versuche es weiter. Ich warte jetzt wieder zwei Triebe oben ab und dann schneide ich sie wieder ab, weil ich möchte einen schönen Busch haben und nicht einfach einen dicken Baum. So, was noch interessant ist, es war ja beim Anfang alles, der Stamm war ganz grün. Der wird jetzt mittlerweile, ach, das ist die Kamera, Mensch, Mensch, Mensch. Der wird jetzt mittlerweile wirklich braun. Ist jetzt nicht schlimm, weil er wird jetzt ein richtiger Stamm, richtiger Baumstamm. Und das sieht auch ganz gut aus. Gestern erst alles gegossen. Und jetzt schauen wir mal zu den anderen Pflanzen. So, hier hinten seht ihr meine Wassermelonen, die ich ja in die Becher umgetopft habe. Habe ich euch ja im Video ein Tutorial gemacht. Und bisher bekommt es allen ganz gut. Und ja, das sind meine Mammutbäume, die ich letztes Jahr im Oktober rum angepflanzt habe. Da ist nicht viel passiert die ganze Zeit, aber jetzt seit einem Monat wirklich die hellgrünen Triebe hier zeigt mir, dass der Baum, die Bäume jetzt wirklich Gas geben und wachsen wollen. Das seht ihr an dem am besten. Das war bisher mein bester von allen. Ich hatte 30 Samen davon. Fünf Pflanzen habe ich verschenkt. Jetzt bei den Zitronenbäumen gerade eben drüben habe ich auch ein paar verschenkt schon mittlerweile. Ich bin auch am Überlegen, ein paar über YouTube zu verschenken. Wer Interesse hat, schreibt es in die Kommentare. Und ich muss ein bisschen Platz schaffen, weil ich möchte noch diverse andere Pflanzen anbauen und mein Platz wird wirklich eng. Die Physalis kann ich euch jetzt nicht filmen, weil die steht draußen im Flur und die hat ein paar gelbe Blätter. Manche hatten ein paar gelbe Blätter. Und die habe ich einfach abgezwickt. Und da schauen wir jetzt einfach weiter. So, und hier drüben sind meine Tomatenpflänzchen, die ich auch in einem Tutorial nochmal umgetopft habe, weil die Erde, die direkte Tomaten- und Obsterde oder Pflanzenerde, was das war, extrem geschimmelt hat. Und ich das rechtzeitig gesehen habe. So, und das sind auch alles verschiedene Farben, angebliche Farben. Das ist eine schwarz-rote. Das auch. Ja, naja, auf jeden Fall eine rote noch, blau und ganz schwarz. Da bin ich sehr gespannt, ob das was wird. Die stehen jetzt auch nicht mehr direkt an der Heizung. Hier ist zwar eine drunter, aber die ist immer aus. Und hier ist ungefähr 15 bis 20 Grad an dem Fensterbrett und ich denke mal, das ist ein bisschen kälter und ich versuche damit den Geilwuchs zu vermeiden. Ansonsten, wenn das jetzt nicht klappen sollte und die weiter nach oben sprießen, werde ich sie etwas kälter stellen. Da kommen die auch raus im Flur. So, das sind eigentlich jetzt erstmal alle Pflanzen, die ich gerade habe. Es kommen dann demnächst noch Paprikas. Und Hybrid-Tomaten, die habe ich mir im Laden gekauft, Samen dafür, die werde ich noch anpflanzen und dann habe ich noch ein paar verschiedene Blumensorten, die ich unbedingt mal testen will. Das sind angeblich auch bunte Regenbogen, Tulpen und sowas. Und ja, schauen wir mal. Ansonsten, ich wünsche euch frohe Ostern, habt viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, auch in die Kommentare bitte. Ansonsten, bis demnächst.